wollen uns einstimmen auf diesen Gottesdienst, an diesem zweiten Ostersonntag mit dem Lied 337. Freu dich, erlöste Christenheit. 337. Freu dich, erlöste die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir haben uns im Namen unseres Herrn wieder versammelt, um gemeinsam Eucharistie zu feiern. Das Geheimnis unseres Glaubens. Ein Geheimnis, in das uns Christus selbst auch immer wieder tiefer hineinführt. Er, der uns einlädt, heute durch den Apostel Thomas nicht ungläubig zu sein, sondern zu vertrauen und zu glauben. Der heutige zweite Ostersonntag ist der Abschluss der sogenannten Osteroktave. 8 Tage hindurch haben wir nun das eine große Osterfest gefeiert. Es ist der sogenannte Weiße Sonntag, weil in der Urkirche an diesem Sonntag die in der Osternacht Getauften ihr Taufkleid wieder abgelegt haben. Papst Johannes Paul II. Hat diesen Sonntag auch zum Sonntag der Barmherzigkeit erklärt. Wir dürfen uns getragen und begleitet wissen von der unermesslichen und unergründlichen, nie endenden Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Hier wollen wir uns auch anvertrauen, wo immer wir uns gerade befinden, im Bewusstsein, dass wir durch das Gebet, aber vor allem im Herrn auch verbunden sind. Wir wollen ihn bitten um Vergebung, unsere Sünden und Fehler, um unsere Kleingläubigkeit, um unsere Zweifel. Wollen wir uns besinnen und dann das Erbarmen Gottes mit den Kyrielrufen 163 Abschnitt 5 miteinander singen. Herr Jesus, auferstanden von den und
Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. So wollen wir einstimmen in den Lobpreis Gottes mit dem Glorielied 716. Gott in der Höhe sei Herr geweiht, Fried sei den Menschen alle Zeit. Wir loben dich, wir preisen dich, König des Himmels, ewiglich. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, zur rechten Macht des Vaters Thron. Du nimmst den Weg der Menschen Schuld und schenkst uns über reiche Huld. Denn du allein bist Heiliger, dir sei, o höchster Lob und Ehr, dich mit Gott Vater und Gott Geist, die ganze Schöpfung ewig preist. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar doch das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Als Kehrvers nach der Lesung wollen wir die Nummer 66, Abschnitt 1 singen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre des Apostels fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns frohlocken und sein Herr uns freuen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns frohlocken.
sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten, denn seine Huld währt ewig. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns vorgarten und seiner uns freuen. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zur Rettung geworden. Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringe sie. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns vorwerken und seiner uns freuen. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Mein Gott bist du, dir will ich danken. Mein Gott bist du, dich will ich erheben. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. Halleluja, 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 Halleluja. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du, selig die ich sehen und doch glaube. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt, und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede
sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gottesdienstfeiernde, wir haben heute hier in diesem Evangeliumstelle aus dem Johannesevangelium wahrscheinlich das kürzeste Glaubensbekenntnis gehört. Mein Herr und mein Gott. In diesen wenigen Worten drückt Thomas der Apostel all sein Vertrauen, all seinen Glauben aus und die Erkenntnis, wer Jesus Christus wirklich für ihn ist. Ein Glaube, der aber nicht spontan kommt. Ein Glaube, der sich entwickeln muss. Ein Glaube, der auch Momente des Zweifels, der Unsicherheit, der Verlassenheit, der Abkehr erleben darf. Und das ist die Einladung an uns alle, auch unseren Glauben immer wieder zu erneuern und zu überdenken, wer ist wirklich Jesus für uns? Was würden wir für Worte wählen, um unseren Glauben, um unser Vertrauen in Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen? In der ersten Lesung haben wir gehört, dass alle vereint blieben mit den Aposteln. Vor allem in diesem gemeinsamen Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft mit ihm. Und das, denke ich, ist auch eine der ersten Grundlagen für unseren Glauben, zu wissen, wir sind nicht alleine. Auch wenn wir vielleicht gerade in dieser Situation, die wir erleben, alleine zu Hause sind und alleine vielleicht jetzt auch in dieser Übertragung Gottesdienst feiern, so dürfen wir doch unerschütterlich daran festhalten, zu wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir eingebettet sind in die Gemeinschaft der Kirche, in die Gemeinschaft dieses Glaubens, den wir empfangen haben, den wir leben und den wir mit unserem Leben auch bezeugen und weitergeben sollen. Warum Thomas der Apostel nicht dabei war, wird nicht erklärt, ist vielleicht auch nicht wichtig. Aber mir gefällt der Gedanke zu sagen, vielleicht war er dabei, aber mit seinem Kopf und seinem Herzen war er nicht dabei und konnte Christus eben nicht erkennen. Wie oft passiert es auch vielleicht uns, dass wir manchmal zwar physisch an einem Ort präsent sind, mit einem Menschen reden, aber mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen ganz woanders sind und vielleicht dann auch mal fragen müssen, was hast du jetzt gesagt? Weil wir uns plötzlich bewusst sind, dass wir nicht da sind. Der Apostel Thomas ist für uns vielleicht auch deshalb ein wichtiges Beispiel, um zu sagen, dass wir immer wieder in diese Gemeinschaft mit Christus zurückkehren dürfen. Und vor allem, ich denke, das ist auch das Berührende und Ergreifende, als Christus erscheint, sind keine Worte des Tadels zu hören, sondern ganz im Gegenteil. Christus erfüllt genau den Wunsch, den Thomas der Apostel hatte, nämlich ihn zu berühren, ihn wahrhaft vor sich zu sehen und anzuerkennen. Und das zeigt uns auch, dass Glaube auch etwas ist, das nicht nur im Kopf sich abspielt. Es ist nicht nur ein Wissen von irgendwelchen Glaubensfragen und Glaubensantworten, sondern es ist etwas, das uns ganz durchdringt, unsere ganze Gefühlswelt. Unser Herz soll Zentrum des Glaubens sein, nicht unser Verstand. Gefühle auch zeigen zu können, Emotionen zeigen zu können,
von Traurigkeit, von Unsicherheit, Zweifel, aber auch von Freude, von Bestimmtheit, diesen Weg der Nachfolge gehen zu wollen mit Christus. Der Glaube soll uns etwas Erfrischendes schenken. Der Glaube soll dieser Motor sein, der uns hilft, voranzugehen. Auch in Momenten der Niedergeschlagenheit, des Zweifels, der Traurigkeit. Auch wenn wir vielleicht manchmal Lebenssituationen durchschreiten müssen, wo wir meinen, allein zu sein. Vielleicht auch gerade in diesen Tagen jemanden begleiten müssen, dessen Leben langsam aber sicher zu Ende geht. Dass es nicht die Traurigkeit ist, die unsere Gedanken, unsere Aktionen und Taten bestimmt, sondern dass dieses tiefe Vertrauen, einen Gott und Herrn zu haben, der uns Leben schenkt, der in diesem Evangelium heute auch dreimal den Aposteln Frieden zusagt. Der Friede sei mit euch. Ein Friede, der eben nicht nur bedeutet Abwesenheit von irgendwelchen Konflikten oder Gewalttaten, sondern ein Frieden, der wirklich in uns sich einnistet und Wurzel ist, aus der eben Kraft kommt, aus der Zuversicht kommt, aus der wir diesen Motor haben, um unsere Taten zu setzen, um unseren Glauben zu bekennen, wie es Johannes der Evangelist eben am Ende auch seines Evangeliums schreibt. Viele steht gar nicht in diesem Buch, was Jesus getan hat, weil es keine Bücher erfassen würde. Das ist zu viel. Aber in einem Buch steht es drinnen, nämlich im Buch unseres Herzens, wo Christus mit uns unsere Lebensgeschichte schreibt. Eine Lebensgeschichte, die nicht kitschig ist, wo nicht immer nur alles gut läuft und zu Ende geht, sondern eine Lebensgeschichte, die sehr realistisch ist, in der alles niedergeschrieben wird. Auch unsere Niederlagen, auch unsere Verfehlungen, auch unsere Zweifel. Das ist auch ein Beweis, warum die Evangelien stimmen, weil nichts geschönt worden ist, sondern weil auch von der Schwäche der Apostel, der Grundpfeiler unserer Kirche geschrieben wird, weil das die Wahrheit ist. Glaube trägt auch Rechnung mit der Schwäche, mit den Verfehlungen des Menschen. Glaube ist aber vor allem getragen vom Glauben Gottes an uns, ein Gott, der eben an uns festhält, weil er das Gute kennt. Deshalb gilt die Einladung an Thomas, den Apostel, auch an uns: Seien wir nicht ungläubig, sondern gläubig. Haben wir Vertrauen. Und ich lade uns alle ein, dass auch wir ein kurzes Glaubensbekenntnis finden, wo wir immer wieder bekennen können, bekräftigen können, wer Jesus Christus für uns ist. Sei es mit den Worten Thomas des Apostels, mein Herr und mein Gott, sei es mit den Worten unseres Vaters, Ordensvaters Franziskus, mein Gott und mein Alles, finden wir dieses kurze Vadimekum, dieses kurze begleitende Glaubensbekenntnis, das uns in jedem Moment begleitet, uns Zuversicht und Kraft schenkt. Das wünsche ich uns allen, dass wir niemals an Gottes Gegenwart zweifeln. Und so lasst uns miteinander nun diesen unseren Glauben bekennen und bekräftigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Der barmherzige Gott kennt unsere Tränen und unsere Träume. In Jesus Christus ist ihm nichts Menschliches fremd. Ihm vertrauen wir unser Leben an und bitten ihn, indem wir rufen, erbarme dich, auf die Anrufung barmherziger Gott. Über alle Verlorenheiten unserer Kirche, barmherziger Gott, erbarme dich. Über den Unfrieden und das Chaos unserer Welt, barmherziger Gott, erbarme dich. Über alle Erstkommunionkinder und Firmlinge und ihre Angehörigen, barmherziger Gott, erbarme dich. Über all unsere Kranken, über alle Einsamen und Unverstandenen, barmherziger Gott, erbarme dich. Über uns selbst in Schmerz und Leid, in Trauer, Wut und Enttäuschung, barmherziger Gott, erbarme dich. Über all das, was uns im Stillen bewegt, barmherziger Gott, erbarme dich. Über all unsere Verstorbenen, barmherziger Gott, erbarme dich. Gütiger Gott, erbarme dich auch unserer Verstorbenen, deren wir besonders in dieser Eucharistiefeier gedenken, der verstorbenen Eltern und an Adolf Voigt, sowie der Verstorbenen der Familie Stange, Hofer und Griechenbauer, der verstorbenen Mutter, Schwiegereltern, Tante, Schwester und Bruder, des verstorbenen Johannes und Franz Gamper, der verstorbenen Eltern und Gatten und Sohn Karl Samuel. Erbarme dich. Wir wollen dich auch um Wohlergehen und Gesundheit für die Familie von Frau Christine bitten. Erbarme dich. Wollen wir Gott, den Herrn, auch darum bitten, dass diese Krise bald vorübergehen möge, für all die Kranken, all die, die auch aufgrund des Virus ihr Leben gelassen haben. Wollen wir Gott aber auch bitten um Regen für die Landwirtschaft, für die Felder, ein gutes Gedeihen auch der Frucht und dass wir auch uns immer gestärkt wissen durch seine Gegenwart. Barmherziger Gott, erbarme dich. Wollen wir Gott, den Herrn, auch für all die Menschen bitten, die am Ende ihres Lebens sind, denen die Kräfte verlassen und die sich vorbereiten auf den Übergang zum neuen Leben, dass du, Gott, ihnen Kraft und Zuversicht schenkst, vor allem aber in ihren Angehörigen den Glauben an die Auferstehung und das Wohlergehen bei dir stärken mögest. Barmherziger Gott, erbarme dich. Du, Gott, kennst unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht. Du siehst und verstehst uns. In dir sind wir geborgen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung wollen wir jetzt vom Lied 337, die fünfte und sechste Strophe singen. O Christ, nun feste Hoffnung hab, freu dich und singe, auch du wirst gehen aus deinem Grab. Betet, Brüder und Schwestern, dass sein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nehme das Opfer an.
aus meinen Händen, zum Lob und Ruhmes seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben all deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken. Diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da uns Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Sing des Sanctus 716, Abschnitt 2. Heilig bist du, zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Heiligen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn. Reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die in Schlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, unserem Vater, dem heiligen Franz von Assisi, der heiligen Clara, der Pestheiligen, der Nothelfer und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir beten, wie Christus, unser Herr und Gott, uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, herrlichtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, am Ostertag tratst du in die Mitte deiner Jünger und sprachst den Friedensgruß. So bitten wir dich, du Sieg über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr, unseren Familien und der ganzen Welt, Einheit und Frieden. Der Friede des Auferstandenen sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Wissen wir einander verbunden in diesem Frieden, der alles Gute uns schenkt und uns Gesundheit, Zusammenhalt und Glauben schenkt. Hier ist das wahre Gotteslamm, das für uns starb, am Kreuze starb. Es nimmt ihn weg, der Sünden Schuld, und
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mein Gott und mein Herr, mein Gott und mein Alles. Der Leib Christi. Wir wollen nun das Lied Nummer 497 singen, Gottheit tief verborgen, Nummer 497. Gottheit tief verborgen. Tief und tief verwirrt.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag, einen guten Start in die neue Woche, getragen von unserem Glauben und Vertrauen und dem Herrn, der uns niemals allein lässt. Diesen Sonntag der Barmherzigkeit lade ich euch auch ein, heute Abend, wo wir um 6 Uhr sonst immer den Rosenkranz beten, gemeinsam mit uns den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Die Texte finden wir im Internet. Es ist einfach die Bitte an Gott, dass wir seine Barmherzigkeit immer erfahren, aber vor allem selbst Träger dieser Barmherzigkeit werden, auch für all jene, die vielleicht in diesen Wochen und Tagen der Verzweiflung nahe sind, dass sie getragen und gestärkt werden, auch durch unser gemeinsames Gebet. Dazu segne uns der allmächtige Gott. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der Segen behüte und geleite euch, der Allmächtige und uns Barmherzigkeit schenkende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Und von 830 singen wir jetzt die 5. und 6. Strophe.